Podcast Stimmung runtergezogen. Leute, Mois, dein letztes Video hatten wir uns doch angeguckt, Mann. Ich abonniere ihn doch, oder? Doch. Ah, doch, hier. Ne, hatten wir noch nicht. Wo wohnt er jetzt, Bruder? Ich dachte, du weißt, wo der wohnt. Bruder, ich hab gar keine Ahnung. Ich mache sein Auto kaputt und schenke ihm ein neues. Was sind das für Slums, Bruder? Okay, komm, wir gucken uns noch das an. Danach gehen wir in Beyond the Souls. Okay, versprochen. Oha. Oha. Warte. Kennen die schon. Aber oh, Bruder, es riecht nach Haschisch. Also muss Nabil nicht weit sein. Boah, wenn du haust du mal was? Haust du mal was? Hä? Was crack? Was Ball? Ich hab ne Idee. £5 sollten so 7 Euro sein. Oh, da hat jemand £5 fallen lassen. Jo, wenn wir sauber, das ist entspannt, Digga. Ich schwöre, es riecht nach Marokkaner, er muss irgendwo hier sein. Fox noch RP, auf gar keinen Fall. Bruder, ich piss dich. Gut gesucht, Bruder. Ja. Guck mal. Was hat denn mal 5 Euro oder so? Die sind schon weg, Bruder. Du hast gesehen, mein Auto ist kaputt geworden. Ja. Ich muss kurz einkaufen gehen. Okay. Es wäre nett, wenn ich dein wildes Mobil haben könnte. Okay. Für diese kurzen Zeit. Aber nehmen wir wenn das du dich fragst, so sollen wir das aufnehmen? Ja. Weil wir heute ein besonderes Video machen. Du darfst mit meiner Karte für Elias eine Stunde lang 2000 Euro ausgeben. Schreibst du mir den Code auf? Natürlich. Das heißt, ich könnte auch abheben. Nein. Nein. Für Elias. Elias sucht sich selber aus. Elias, komm mal her. Elias? Onkel Alem hat ein Geschenk für uns heute. Guck mal, Elias. Die Karte gebe ich nicht deinem Papa. Ich gebe sie. Ist ja bei Postbank. Dir. Nur du darfst damit einkaufen. Postbank, ne? Nicht Papa. Du darfst damit einkaufen, was du willst. Und Papa soll dir nicht sagen, ich will das. Nur du. Alles, was du willst. Er darf nicht Nein sagen. Eine Stunde lang. Tob dich aus. Weißt du nicht? Lauf, los, sag ja! Lauf, Elias! Lauf mit Karte! Shabbat. Wieso haben die mich gegrüßt? Was ist denn das für ein Film? Ich weiß gar nicht, worum es geht hier, ne? Digga, diese Kupplung fahren. Und wo sind wir? Ist gar nicht mein Ding. Was suchst du mal, Rot? Was suchst du in dem Auto, Digga? Bruder, ich hab geschlafen. Schon? Johnny Sins? Warek, das geht. Plot Twist, es geht gar nicht heute darum, dass Nabil irgendwas irgendwelchen Kindern kaufen darf oder irgendwelche anderen Kinder und ich bin Sant Marina. Nein, das ist das alte Kfz von Nabil bzw. von seiner Frau. Okay? Und es ist ein schwieriges Kfz. Der Bruder hat fast 4-mal damit Unfall gebaut. Und ich weiß, dass es finanziell bei ihm zurzeit, also es klappt einfach nicht. Okay? Es klappt einfach nicht. Deswegen, ich bin der Meinung, es ist besser, dass er gar keinen Wagen hat, als diesen Wagen. Und wir demolieren das alles jetzt gleich mit Herzen. Aber wir haben ihm ein neues Auto gekauft. Das werden wir natürlich noch Darf nicht ich? Sagen. Oh, oh shit, jetzt schon? Darf ich? Bruder, ich habe nur erklärt, dass wir ein neues Auto gekauft haben. Jo. Bro, das Auto ist. Ey, ich glaube, das. Digga, ich sag euch ehrlich, ich glaube, das macht richtig Bock, ein Auto mal so zu zerstören, ne? Es gibt doch Real Talk so Schrottplätze, wo du hingehen kannst und du kannst da einfach ein Auto zerstören. So, du kriegst dann so irgendwie so eine halbe Stunde Zeit und dann kannst du einfach ein Auto kaputt machen. Das würde ich auch mal voll gern machen, aber halt am liebsten so ein Neuwagen, so ein Lambo oder sowas würde ich gerne dann machen. Bitte, bitte, bitte! Planänderung. Yo. Attila, ich habe mit Kfz-Inhaber geredet, Werkstattinhaber. Hier sind Häuser und Nachbarn. Wir machen das Ding kaputt. Achso, hat der genauso gute Nachbarn wie du? Ja. Ach du Scheiße. Ah, Digga, er setzt sich da noch rein. Ah. Bro, das ist halt... Okay, Leute. Das ist halt schwierig. Nochmal, damit ihr die eigentliche Handlung des Videos versteht. Es geht nicht darum, dass ich heute 6 Kinder was aussuche. Ja, die hätten vielleicht am Anfang reinfahren sollen. Passiert nichts. Digga, was hier passiert nichts? Der setzt sich da einfach auf Scherben mit seinem Arsch. Nein. Es geht darum, dass er ein Trap-Auto fährt von seiner Frau
und damit schon 17 Mal Unfälle gemacht hat und vielleicht morgen sterben wird. Dann dachten wir uns alle, wir schmeißen 15 Euro zusammen und kaufen ein neues. Aber er wird glauben, dass wir sein einziges Auto gefickt haben. Aber wir haben ihn dieses geholt. Oha. Maestro, mach den Kampfschrei. Jungs! Komm, komm, komm! Und der eine kommt. Bro, der eine denkt Wrestling, Bruder. Er kommt mit Stuhl einfach. Ja. Boah, Bruder! Krasse Windschutzscheibe, Bruder! Mein Handgelenk, Digga! Ah! Ja. Yo! Das reicht uns nicht! Ja, das muss übel Bock machen, ne? Wie stabil ist denn die Scheibe? Ja, normal. Windschutzscheibe ist immer anders stabil. Boah, Digga, vor allem. Lass es los, was dein Herz gedrückt. Oh, Balder! Was ist mit dem los? Guck mal, da hinten mit Schaufel. Wie random, Digga. Hä? Das ist für jeden Strafzettel, den wir bekommen haben, Digga. Ja, okay, Axt werfen. Dass diese Dinger das hier kaputt machen. Der glaubt mir so. Nicht. Aber steht ab. Okay, wir gucken. Oh, Alter, hätte ich niemals gedacht. Was hat die das ist schon lange nicht mehr, wie es einmal war. Kaputt machen ist anstrengend. Digga, wie das Auto aussieht. Guck mal, der Blinker. 3 Tage später. Wir werden jetzt Nabil anrufen, um ihm die frohe Botschaft zu erzählen, dass sein Auto gepimpt ist. Moment. Mobil. Jungs. Abi? Ja. Wie geht's? Habt ihr Sachen gekauft? Bruder, ich sag dir ehrlich, wir haben deine Karte auseinandergenommen. Aber du hast gesagt, Elias soll dich aussuchen, deswegen. Egal, Bruder. Hauptsache Dings, du bist gleich gut drauf, weil, Bruder, ist was passiert. Die Straße war ein bisschen rutschig, Bruder. Und, oh nein, der arme Alter, der denkt sich, Bruder, ich hab doch nur dieses Müllauto, Alter. Was habt ihr gemacht? Oh nein. Ein bisschen reingefahren, Bro. Aber ist alles gut, sei nicht traurig, wir waren in Werkstatt. Ist euch was passiert oder so? Nein, ich küsse deinen Herz. Boah, was ein Ehrenmann, er fragt. Aber eine andere Sache, Bruder, ich brauche Auto morgen für Kindergarten. Nein, der funktioniert, Bruder, der funktioniert, alles gut, ich küsse deinen Herz. Der ist noch fahrtüchtig, Bruder, aber haben wir getestet. Du musst nur in Dings, Bruder, du musst nur in Werkstatt abholen, von Ersin, von seinem Onkel. Von Onkel, genau, wir sind da, okay, Bruder? Dann gehen wir essen mit Chicken Hood. Okay, jalla. Ich bin richtig gespannt. Ja. Ich glaube, es wird dir nicht jucken, was sagst du? Ich bin auch echt gespannt auf seine Reaktion. Na, aber er wird schon fragen, wieso. Ja. Aber in der Kamera sieht er. Der sollte ja die Schutzbrille aufziehen. Er wird denken, dort steckt schon was dahinter. Er wird denken, mindestens 500 Euro nehme ich mit, Digga. Ja, safe. Irgendetwas safe. Wird er denken, wir haben oder er klaut deine Kamera, Harry. Irgendwas von dem. Ich hab nichts damit Jungs, zu tun. Lass mal sitzen. Am Ende hat zwei Autos, weil er sich mit der Karte noch ein Auto gegönnt hat, eben. Jungs, da ist das auch. Das ist dein Ernst, Adam? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie er guckt. Freust du dich nicht? Oh mein Gott, der Arme tut mir gerade so leid. Er sagt, Oder, ist das dein Ernst? Was ist das Ernst, Jungs? Guck mal, oh mein Gott. Warte, ihr könnt es nicht sehen. Der Arme, Alter. Oh mein Gott, das tut mir gerade so leid. Freust du dich nicht?
Oh mein Gott, der arme weint gleich, Digga. Der will die einfach kaputt hauen. Der will die komplett kaputt hauen. Du freust dich. Irgendwie, du weißt doch irgendwas. Ich sag dir ganz ehrlich, Schatz, ich komme hier und ihr habt das Auto so renoviert mit LED. Warte. Ich dachte, ich komme hier hin und ihr habt das Auto renoviert mit LED. Er wollte Sternnebel haben in seinem Auto. Nein, ich hab vergessen, warte, was zu sagen. Nein, es ist noch nicht fertig. Mann, scheiß doch mal auf das Auto, Bruder, aber ich muss doch von A nach B kommen. Ich hab mir das so vorübergehend. Die Lada ist eingetroffen. Moment, ich hab doch vergessen. Ich hab noch vergessen zu sagen. Digga, der Arme hat so schlechte Laune, der heult gleich, Alter. Ey, der Arme tut mir so leid. And today, who was pimping your ride? You wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Aber macht die gerade Spaß, Jungs, oder? Ich weiß nicht, was das Bruder. Ist. Bruder, ja? Nein, ist dein Kennzeichen. Es ist halt schon was. Macht ihr keinen Spaß, Jungs? Nee, er checkt gar nichts. Aber Moment. Wallah, es fährt noch. Es fährt aber noch. Kann ich was sagen? Wallah, es fährt erstens, Bruder. Guck mal, er ist so abgefuckt. Du bist gerade lachen. Ilias. Du sagst, es fährt. Bist du Leute durften sich ja aussuchen, wir sind nicht bestrafen. Ja. Das war die Strafe. Ja, aber ich küsse dein Herz an. Ja, Bruder, du hast selber gesagt. Ja, aber ich küsse dein Herz. Du, eigentlich will er ihn beleidigen, aber ich küsse dein Herz. Du hast selber gesagt. Nein. Nebil hier! Er ist schon traurig, Bruder. Harry, guck! Wie viel hat das Auto gekostet, Bruder? Scheiß doch mal auf den Preis, Bruder. Es kommt scheiß doch, Bruder, ich gib's dir, Bar, wie viel? Sag doch! Hier, Bruder, hier, 5.000 Euro, hier! Spaß, das mit deinen Schlüssel. Was lachst du? Der lacht einfach, oder? Nadel, guck mal. Alim. Darf ich nur vorher eine Sache sagen? Ja. Ich hatte mit der Aktion hier nichts zu tun. Er meinte nur, da ist so ein Dings am Laufen, so ein kleines Spiel, wo man seine Brust rauslassen kann. Wie habt ihr das gemacht? Bruder, sogar Alkohol hat hier drauf gehabt. Stark, ja. Dankeschön, Jungs. Guck mal, das hat nicht mal Airbag. Wir haben Airbag probiert. Du wärst gestorben. Das ja, Wallah, das ist schlimm eigentlich. Wieso kaufst du dir diese Airbag und nicht ein neues Auto in diese Tasche? Hört mal auf, ein neues Auto anzuschreien! Nein, lass mal. Das war alles ein Prank! Ja, krasser Prank auf jeden Fall, ja. Nein, Wallah, das ist ein neues Auto. Wallah, das ist ein neues Auto. Ja, warte. Ja. Okay, die Lara ist ja ein Auto. Lauf! Ey. Elias, geh! Geh, er glaubt doch immer nicht, bitte! Was ist ein undankbarer Spaß? Wir haben hier ein Special 86er, 69er, 5er. 18er Quote, blaues Licht, Rambo 3, Sport Massenmord. Krass, Digga. Ich kann das nicht annehmen, bei aller Liebe. Digga, zu krass, wirklich, heftig, heftiges Auto. Sei ihm gegönnt, Mann, Retalk. Gerade ein 1.000-Euro-Auto zu... Nein, Bruder. Jungs, bei aller Liebe, ich kann das nicht annehmen. Ja. Das war so nicht für dich, beruhig dich, Digga. Und das war nicht von mir nur. Bro, das Ding ist auch, man muss sagen, guck mal, damit du kein Schäden. Ich glaube, er arbeitet ganz normal, Angestellter. Ah, okay. Ich glaube auch, ja, er kann schon sein, Angestellter. Abu Julo, also halt, der arbeitet mit den Jungs zusammen. Jeder, Bro. Jeder war am Start, jeder war am Stiesel. Hier, nimm es. Nimm, komm, nimm. Nimm. Und Sinan hat auch 20 Euro beigesteuert. Sinan hat Tank gemacht für 20 Euro. Auf jeden Fall, ich wollte noch ein paar Worte über Tank gemacht für 20 Euro. Weil viele Leute ihn wirklich für unsympathisch halten und sonst ist was. Auch man muss anmerken, als ich den kennengelernt habe, ich habe dir selber gesagt, boah, ich dachte auch, dass du ein unsympathischer Typ bist. Nein, du bist unsympathisch. Aber wir haben so irgendwann mal gemerkt, du bist im Grundhaus ein gutherziger Mensch. Und ich schwör's dir, ab dem Tag, seitdem du uns kennengelernt hast, ich weiß nicht, ob das an uns liegt, habe ich auch gemerkt, du wurdest von Tag zu Tag ein besserer Mensch. Und voilà, ich merke, du bist jetzt ein komplett anderer Typ, als du am Anfang warst. Merken auch die Leute safe, Bro. Und ich gönne dir das von Herzen. Und deswegen, voilà. Weil du aufgehört hast, Trampers zu dealen und normale Arbeit gefunden hast. Ehre. Möchte, dass du okay, also er war Dealer.